Hallo, ihr Kaninchenfans. Das wird heute mal zur Abwechslung wirklich ein kurzes Video, denn ich war wieder schwer beschäftigt. Ich habe es einfach nicht geschafft, viel zu drehen. Und der Grund ist einerseits der Kaninchenstall, wo viele von euch bestimmt schon warten auf den Teil 2, wie es weitergeht. Ich kann euch jetzt schon mal zeigen, dass ich weitergebaut habe. Allerdings bin ich noch nicht so weit fortgeschritten, dass ich ein zweites Video davon drehen könnte. Ihr seht jetzt hier schon mal das Urinablaufrinnensystem. Das muss ich noch ein wenig überarbeiten, aber vom Prinzip her ist das jetzt schon so gut wie fertig. Die Seitenwände und auch die Böden sind drin. Hier seht ihr jetzt schon mal die Türrahmen. Die sind auch fertig und auch schon gestrichen, weil die Gitter sollen dann dran und da muss man das halt im Vorfeld streichen. Aber dazu gibt es dann mehr Informationen zum eigentlichen Stallbauvideo. Okay, dieser längliche dünne Rahmen gehört jetzt nicht dazu. Der gehört zu dieser Kiste, die ich auch dieses Wochenende gebaut habe. Relativ unspektakulär. Diese Kiste ist einfach nur ein Gehäuse, wo sich dann diese Rohre befinden werden. Das ist eine Solaranlage Marke Eigenbau. Befindet sich bei meiner Mutter im Garten und da war diese Kiste weggefault. Und deswegen habe ich das jetzt auch mal noch neu gebaut. Dazu kommt, dass ich dieses Wochenende das komplette Gehege und auch die Indoor-Stelle gereinigt habe. Da ist auch ein halber Tag oder fast ein ganzer Tag draufgegangen. Und schon sind wieder die 3 Tage oder 2,5 sind es ja Tage Zeit, die ich jede Woche so habe, vorüber. Grundsätzlich habe ich ein enormes Zeitproblem, was meine Projekte betrifft, die Umsetzung der Projekte. Das geht halt alles nicht so voran, wie ich das gerne hätte. Aber wie gesagt, das wird sich 2017 ändern, wenn ich nicht mehr auf Montage fahren muss. Thema des heutigen Videos soll ja eigentlich sein Update zu den kleinen Babys vom Hilderich und von meiner kleinen Prinzessin Tinkerbell. Ich habe zum Glück schon mehrfach gefilmt, daher muss ich das jetzt nicht noch einmal tun. Denen geht es alle drei samt gut. Die haben sich wirklich rasend entwickelt. Die sind ja jetzt gerade mal 2 Wochen alt, haben das Nest schon verlassen und fressen manchmal sogar schon mit. Ich vermute, das liegt daran, dass die Tinkerbell und auch die Lady Michelle säugen. Weil beide hatten ja Junge. Die von der Lady Michelle sind ja alle nicht mehr vorhanden. Die sind alle gestorben. Wisst ihr ja vom letzten Video. Und trotzdem kümmert sie sich halt rührend um die Kleinen. Und ich finde, die sehen ja wirklich prächtig aus. In diesem Sinne verabschiede ich mich schon mal von euch. Schaut noch die Aufnahmen an, wer mag. Und dann sage ich mal, ciao, bis zum nächsten Mal. Jörg.